Die Pokémon-Welt ist ein Pokémon voller Welten. Obwohl diese Welt inzwischen gute 20 Jahre alt ist, gibt es bis zum heutigen Tage noch Dinge, die nicht unbedingt allzu bekannt sind. Nachdem ihr den Videotitel gelesen habt, könnt ihr euch vermutlich denken, worauf ich hinaus will. Wir reden über 5 Geheimnisse und Feststellungen, die der Wahrheit entsprechen, aus den 3 Pokémon-Editionen Gold, Silber und Kristall. Nicht deren Remix Heart Gold und Soul Silver, sondern wirklich nur die Originale. In Gold, Silber und Kristall gibt es ein Item, das damals schon fast niemand kannte und heutzutage erst recht vergessen wurde, da es nur in diesen Editionen existierte. Das Berserk-Gen. Um es zu finden, müsst ihr einfach nur vor der ehemaligen Azuria City-Höhle herumsurfen und nach dem unsichtbaren Item, das sich hier befindet, suchen. Das Berserk-Gen ist ein Item mit einem ziemlich miesen Effekt. Das Item muss von einem Pokémon gehalten werden und wird sofort zu Kampfbeginn verwendet. Das Gen des Berserkers bewirkt, dass das jeweilige Pokémon verwirrt ist und einen stark gesteigerten Angriff hat. Also, das gleiche wie Angeberei. Als ein Angriff des Gegners. Danach verschwindet es und ihr bekommt kein zweites mehr. Ich weiß, es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich können aber auch wilde Mewtwos in Generation 2 das Berserk-Gen halten. Wenn es jetzt noch wilde Mewtwos geben würde, wäre das bestimmt hilfreich. Ich denke, das Berserk-Gen ist kein allzu großer Verlust. Dennoch halte ich es für relativ interessant, dass es überhaupt nur für eine Generation erhältlich war. Kurz, Pokébälle sind die wohl schrecklichsten Bälle der gesamten Pokémon-Reihe. Können wir mal alleine über den Mondball reden, den ihr für eine gelbe Aprikoko bekommt? Damit lassen sich Pokémon, die sich per Mondstein entwickeln, besser fangen. Oh Mann, diese große Auswahl von Pokémon, die ohnehin schon unglaublich schwer zu fangen sind. Ich bin begeistert, wie hilfreich. Oh nein! Moment! In der 2. Generation gab es genau bei diesem ohnehin schon schrecklich hilfreichen Pokéball einen Programmierfehler, welcher dafür sorgt, dass der Mondball lediglich ein regulärer Pokéball ist. Kombiniert das noch mit der Tatsache, dass man in der 2. Generation nur eine Aprikoko pro Tag abgeben konnte und es keine offizielle Möglichkeit gibt, die Uhrzeit zu ändern, und ihr habt wahrlich den schrecklichsten aller Pokébälle. Nach einem derart fantastischen Pokéball gibt es nichts Besseres, als über das wahrscheinlich beste Pokémon zu reden. Incognito. Wusstet ihr, dass es in Pokémon Gold, Silber und Kristall, ähnlich wie mit dem Nationaldex aus neueren Editionen, einen sogenannten Incognito-Dex gibt, welcher die verschiedenen Incognito-Formen anzeigt? Ich weiß, ich kann es auch kaum glauben. Wenn der Spieler es geschafft hat, alle 26 verschiedenen Incognito zu fangen, bekommt er damit Zugang zu einer glorreichen Funktion. Er kann Bilder der Incognito mit dem Gameboy Printer ausdrucken. Es gab mal einen kleinen Drucker für den Gameboy. Das war kein bisschen dumm. Ebenfalls ziemlich interessant ist die Tatsache, dass es in Generation 2 wirklich nur 26 Incognito gab. Das bedeutet, die Ausrufezeichen- und Fragezeichenformen kamen erst in Generation 3 dazu. Was Incognito wohl zu einem der Pokémon macht, dessen neue, alternative Form allen Leuten vollkommen egal war. Mir war, bis ich für das Video recherchiert habe, nicht mal bewusst, dass es satzreiche Incognitos gibt. Außerdem können Shiny Incognito der 2. Generation lediglich die Buchstaben I und V sein. Was ein bisschen verdächtig ist, da der Shiny-Status in der Generation von den sogenannten DVs bzw. IVs abhängt. Denk mal darüber nach. Es ist halbwegs deep. Es ist nicht möglich, Pokémon aus der 2. Generation auf neuere Editionen zu tauschen. Zumindest über offizielle Wege. Bei Generation 1 ist es seit kurzem dank den mit der Pokémon Bank in Verbindung stehenden Virtual Console Releases auf dem 3DS absolut kein Problem mehr. Generation 2 dagegen, das wird nicht einfach. Aufgrund von einigen Änderungen an dem System der Werte der Pokémon an sich, es ist nicht möglich, Pokémon von Gold, Silber und Kristall auf neue Editionen zu tauschen. Diese Beschränkung betrifft eigentlich auch Pokémon der 1. Generation, aber dafür gibt es ja, wie gesagt, inzwischen schon offiziellen Support. Zusätzlich haben die ersten beiden Gameboys und der Game Boy Advance noch verschiedene Link-Kabel, was es so oder so unmöglich macht, sie miteinander zu verbinden. Es ist aber möglich, Generation 2 Pokémon auf neuere Editionen zu tauschen, wenn ihr das wirklich
wirklich sehr stark wollt. Zuerst braucht ihr ein Gerät, mit dem ihr ein Backup von eurem Spielstand auf dem PC bekommt. Dann ein Programm, womit ihr die Pokémon zwischen Generation 2 und 3 tauschen könnt, was voraussetzt, dass ihr die damals anders funktionierenden EVs, eventuelle Angriffe und vielleicht noch ein paar andere Dinge ändern müsst, damit es von den neueren Editionen akzeptiert werden kann. Dann braucht ihr eine Flashcard für den GBA, auf welche ihr euer neues Savegame bekommt, dessen Pokémon ihr wiederum auf eine reguläre Edition der dritten Generation tauschen müsst. Und anschließend funktioniert der ganz reguläre Weg. Mann, das ist überhaupt nicht umständlich und nervig. Und ja, über diesen Weg könnt ihr bis hin zu den neuesten Editionen tauschen. Irgendwo in der Beschreibung findet ihr bestimmt einen Link zu einer Seite mit einer detaillierten Beschreibung. Wusstet ihr, dass es in Pokémon Gold und Silber die Möglichkeit gibt, die Uhrzeit zu ändern? Ich auch nicht. Seht ihr, ich habe es vorhin schon angesprochen und hier sind wir. Aus irgendeinem Grund funktioniert es auch nur in Gold und Silber, in Kristall dagegen nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir damals einige Nerven gespart, als ich einen Spielstand startete, in dem die Uhrzeit 12 Stunden verzögert war, weil ich dem Gerücht, dass man um 0 Uhr im Steineichenwald auf Celebi treffen kann, geglaubt habe und es in meinem Spiel deswegen immer Nacht war. Wie auch immer, um die Uhrzeit zu ändern, müsst ihr im Titelbildschirm die Tasten Select, Runter und B drücken. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr die Uhr zurücksetzen wollt, was ihr mit Ja beantwortet. Danach braucht ihr ein Passwort, welches ihr von diversen Seiten bekommen könnt. Das Passwort wird durch den Namen, die ID-Nummer und die Menge von Ingame-Geld bestimmt. Anschließend könnt ihr die Uhrzeit auf ein neues einstellen. Hurra! Tatsächlich sind sich alle noch ein bisschen unsicher, warum dieses Feature da ist und woher man das Passwort überhaupt von offizieller Seite aus nehmen soll. Es wird aber spekuliert, dass dieser kleine Shortcut, wie so vieles, vermutlich das Leben der Entwickler leichter machen sollte, indem sie Änderungen des Tag-Nacht-Systems schneller testen konnten. Also nicht für den Durchschnittsspieler. Vermutlich. Was auch immer. Mann, das waren alles Dinge, die garantiert jeder irgendwann mal versuchen wird. Klickt auf irgendwas auf dem Bild hier. Gute Nacht.